Okay, doch. Nachvollziehen kann man es eigentlich schon. Er war halt psychisch ein bisschen labil. Und hat sich gedacht, ja, die Gesellschaft ist schuld. Alles drumrum oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Aber da sind wir wieder, weiß ich, er hat auch wieder, es kam auch wieder in die Diskussion, dass er Ballerspiele gespielt hat. Und garantiert, da wette ich mit euch, wird es wieder einen Aufschrei geben von wegen, ja, die bösen, bösen Ballerspiele, die sind wieder schuld. Ich sehe es doch nachher wieder in den Medien. Der hat Counter-Strike gezockt, um Schießübungen machen zu können. Counter-Strike. Oder Call of Duty. Oder World of Warcraft. So böse. Dazu muss man dazu sagen, liebe Leutchen. WoW, da schießt man nicht mit. Aua. Mit Ma Waffen rum. Ja, dann ist es eben Minecraft gewesen. Minecraft. Die einzige Waffe, die du da herstellen kannst, mit der du schießen kannst, ist ein Bogen. Da schießt du mit Pfeil und Bogen rum. Mehr hast du da nicht. Ach, Mensch. Aber, weiß ich, da geht's dann wieder los. Die Diskussion so von wegen, ja, die bösen Ballerspiele sind wieder schuld dran. Liebe Leutchen, wenn ihr euch mal mit den Spielen mehr beschäftigen würdet, dann könntet ihr auch sagen, ja gut, Ballerspiele sind doch nicht so böse. Man muss nur auseinanderhalten können, was Spiel ist und was Realität. Das ist für die meisten vielleicht schwierig. Für Leute mit Depressionen zum Beispiel oder mit, weiß ich, die psychisch vielleicht ein bisschen eingeschränkt sind, die können das dann nicht mehr auseinanderhalten, was Spielen und was Realität ist. Das haben sie mal getestet. Oder da gab es mal eine Studie von. Da haben sie, glaube ich, einem Spieler eine Szene gezeigt, wo ein sinnbildlich ein Mensch erschossen wird. Einmal war es ein Realfilm, wo man einfach nur sieht, der Typ zielt mit einer Waffe auf einen und drückt fantasievoll ab. Also es war keine wirkliche Waffe, es war wahrscheinlich nur eine Plastikwaffe. Er hat abgedrückt, die Person unter ihm hat dann halt simuliert, oh, ich sterbe. So, dann kam die Computeranimation. Es gab einen Knall, der Typ ist umgefallen und war halt nicht mehr da. Viele können aber nicht auseinanderhalten, was zum Beispiel Realität und was Pixel sind. Okay, viele vielleicht nicht, aber einige. Das ist schlimm, weil. Ja, ich lasse den Baum jetzt erstmal despawnen. Mal gucken, ob er wieder weggeht. Ansonsten müsste ich mir mal eine Sichel craften. Oder geht das? Oh. Nee, Zaun haben wir ja. Sichel. Wie heißt das? Scythe, ne? Geist, das ist doch richtig Sichel, oder nicht? Jetzt geht das Gesuche los. Schraubendreher. Geil, Monokel. Einrahmsäge. Was? Schwertsockel. Ey, hier gibt's so viel Klumpatsch drinne. Stechzirkel. Moment, da muss ich ein Fenster zumachen. So. Nein, das wollte ich nicht sehen. Geh weg. Ich suche jetzt gerade hier nach einer Sichel. Ah, hier. Holz. Sen ah, eine Sense ist das.
Eine Sense. Hoffe ich doch mal, dass das eine Sense ist. Matschige Spitzhacke. Geformt aus Matsch. Stammdreher. Was? Extra Biomes. Bitte was? Ah, hier, Drawers Mod. Wahrscheinlich. Status Update. Schubfachcontroller. Ich gucke jetzt einfach nur mal nach Werkzeugen. Lasst euch da bitte nicht stören. Hä, was ist das denn? Geschwindigkeitsupgrade, okay. Stapelupgrade. Table Upgrade. Gravestones. Unnamed. Ach, das sind wahrscheinlich irgendwie so Presse. Tile Sink. Bienenhaus, ja, cool. Ach, dafür braucht man Bilderrahmen und einfach nur Holz drumherum. Okay. Geil. Okay, dann, Moment. Ich suche jetzt nochmal die Sensen. Wie macht man die denn? Ach. Zwei Stöcker und drei Dinger. Okay. Gut, dann weiß ich da schon mal Bescheid. War hier gerade? Nö. Okay. Oh, scheiße, wir sind am Verhungern. Da will ich doch gleich mal zurücklaufen. Und uns was Nettes kochen, weil wir haben ein bisschen was dabei. Ah ja. Nee, aber dass man da bei dem Amoklauf dann zum Beispiel vorher schon sieht, ja gut, der Junge, der lebt sehr zurückgezogen, der hat gerade irgendwie einen heftigen Schlag bekommen, von wegen durch die Prüfung gefallen. Und dass man dem dann hilft, nicht sagt, ja, da muss er jetzt alleine mit fertig werden, sondern sagt, Kollege, du brauchst Hilfe. Ich versuche dir zu helfen und sag dann, weiß ich, deinen Eltern Bescheid und wie und was und wo. Kommst du in eine Psychiatrie. Ja, jetzt. Psychiatrie an sich wäre vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber. Kommst du in eine helfende Behandlung? Weiß ich nicht. Ist auch schwierig, damit umzugehen. Oder mache ich da. Ja, das mache ich mal andersrum. Moment. Axt. Bup. Und bup. Und bup. Und bup. So. Darf ich nachher noch im Sand farmen? Wunderschön, wunderschön. Und die CPU-Auslastung ist auch wieder ein bisschen niedriger geworden. Hurra, hurra. Chubidi-chub. Schmetterling kaputt. Da brauche ich noch ein paar Holzblöckchen. Holzblöckchen. Ach Mensch, die Hütte wird was. Jetzt wird's immer was. Und ohne Grafikbug. Hurra, hurra, hurra. Vorher da, bei der alten Hütte, da war das dann so, da hat das hier überall immer geflimmert. Das lag wahrscheinlich an, entweder lag's an dem Grafiktreiber oder an Minecraft Life in the Woods selber. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur vermuten. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Sup. Hallo? Das war doch so, oder nicht? Nee, so. Das war so doch, oder nicht? Oder müssen das schon fertige Dinger sein? Jo. Hubschrauber. So, zwei Stickies. Den.
Ha, jetzt eine Sensi. Eine Holzsensi. Was kann ich jetzt? Wow. Ist das geil. Ha, ist ja obergeil. Cool. Moment. Jetzt mache ich gleich mal ein Bäumchen nackig. Nur aufpassen, dass ich da nirgendwo hintrete. Und... Ah, doch nicht. Hallo? Das ging doch. Hä? Ach, schade. Hier mir da alles ab. Muss ich da auch noch so schwingen, oder? Ich weiß nicht. Also ich habe es beim Gronk mal gesehen, dass er da dann irgendwie mit dem Ding dann den kompletten Baum nackig machen konnte. Oh, wer weiß. Gut. Ich mache mir erstmal was zu futtern. Gurke, Zuckermelone. Ah, jetzt ist das hier auch alles größtenteils übersetzt. Oh, lecker Pilze. Ah ja. Das Ding kann ich auch wieder wegmachen. So. Das Ding und das Ding. Njam, 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 njam. Lecker Gurke. Njam, 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 njam. Wir sind wohl genährt. Pilz. Kann ich den auch so essen? Nö. Gegrillter Pilz. Was ist das? Ein Fliegen? Was? Das ist ein Fliegenpilz? Moment. Das ist ein Champignon. Das ist Pilz. Ich denke mal auch Champignon. Der sieht aus, auch ein brauner Champignon. Das ist kein Fliegenpilz, mein Freund. Ich wollte gerade sagen, den kann man auch nicht braten. Der ist giftig. Das ist ja lustig. Ah, hier, das hier. Das hier ist ein Fliegenpilz. Spiel verarscht mich doch. Ah, hier, da sieht er, zeigt er mir auch die Nahrungsdingens an. Wie viel der mir wiederherstellt. Das ist ja geil. Cool. Kann ich eigentlich auch einen Kürbis essen? Hm, gebratener Kürbis. Ach, liebe Leutchen. Aber es wird was. Das Haus. Ich freue mich schon, wenn hier alles fertig ist. Erstmal machen wir hier alles, außen alles fertig. Und dann demnächst geht's dann ans Dach. Und danach an die Inneneinrichtung. Da habe ich mir ein bisschen was überlegt, dass ich da, weiß nicht. Wir machen da ja noch ein zweites kleines Stockwerkchen hin. Hier oben kommt dann das Bettchen hin. Und hier vielleicht die Werkbank und so. Und hier machen wir die Küche. Hier habe ich extra noch was freigelassen, weil... Da kommt die Treppe hoch. Ne, hier nach oben. Dann kommt hier unser Schlafzimmer hin. Vielleicht setze ich das Dach dann auch ein bisschen höher, damit wir da ein bisschen mehr in die Ecken reinkommen. Hier wird das auch noch mal ausgekleidet. Und da kommt dann... Ja, was weiß ich. Irgendwas hin. Oh, ich freue mich gerade. Wie so ein kleines Honigkuchenpferdchen. Oh, die Pilze sind fertig. Na. Wir hauen uns mal die Pilze rein. In Schlund. Nam, nam, nam. Jetzt sind wir wohl genährt für 3 Minuten. Uiuiui, cool. Alles klar. Wir haben es Nacht. Immer noch kein Bett. Wie kann ich Betten machen? Mit Federn, glaube ich, wa? Auch, unter anderem. Kann ich da auch Federblöcke oder sowas herstellen? Ich weiß es nicht. Egal. Liebe Leutchen, ich mache hier erstmal wieder an dieser Stelle wieder einen kleinen Cut. Hab mich wahnsinnig gefreut, wieder Minecraft spielen zu können. Und ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten eben halt nicht.
ist wie immer euch überlassen. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage bis dahin. Ciao, ciao. Euer Gary.